Hallihallo Leute, willkommen zu einem kleinen Opening slash einer kleinen Review. Wir haben das Freezing Chains Structure Deck bekommen. Ja, ich habe wie immer drei bestellt, natürlich für die Sammlung. Und wir wollen da heute mal reinschauen. Und ja, wollen wir mal sehen, was wir da Schönes bekommen daraus, was die neuen Karten so können. Übrigens, kleine Info, ich habe jetzt hier meine neuen Softbox, beziehungsweise meine Keylights, meine Elgato Keylights im Einsatz. Also hier ein neues Licht-Setup. Und ich bin echt begeistert von den Dingern. Ich habe jetzt gerade die Woche von Elgato noch das defekte Kabel ersetzt bekommen, das defekte Powerkabel. Wurde mir kostenlos, ohne große Umschweife zugeschickt. Wirklich super Sache. Da, wo ich es gekauft habe, hätte ich es irgendwie einschicken sollen, die ganze Lampe, und hätte 4 Wochen drauf warten müssen. Und Elgato war so nett und hat mir das einfach so ersetzt, ohne dass ich irgendwas einschicken hätte müssen oder irgendwo was bezahlt hätte. Also wirklich super Service, bin da richtig happy drüber. Ja, wie immer haben wir in den Structure Decks diese, ja, Strategieanleitung, könnte man sagen. Eisberger Synchro-Monster, genau, das sind natürlich jetzt die, ja, großen vier sind drin. Yuloren, Bryonic, Gungnir und Trishula. Den neuen bekommen wir natürlich auch, den schauen wir uns nachher dann gleich mal an. Das, ja, die Strategie ist so ein bisschen Synchro-Spam in diesem Structure-Deck. Konami führt hier ein paar Karten auf, mit denen ihr das Deck noch verbessern könnt. Beispielsweise Blazing Vortex gibt es da. Ein paar Sachen wie Himmlischer Zephyr, die eine Auslösungszauberkarte da, wobei, ja, okay. Was sicherlich Sinn macht, ist Zeus, den kann man vielleicht spielen, je nachdem, wie man das, die Strategie aufbaut. Und ja, das Zeugs hier, ich weiß nicht. Also wir werden definitiv noch ein Ice Barrier Deck basteln. Horus setzt sich da gleich noch ran. Und das ist die Spielmatte, die ihr hier mitbekommt. Die ist schon ziemlich cool. Ich muss aber sagen, die Playmat, die wir von den Events haben, die ist wesentlich cooler und die werde ich mir auch noch definitiv bestellen. Ich blende sie euch irgendwo hier ein, wenn ich dran denke. Und wollen wir doch gleich mal einfach einen Blick ins Deck werfen. An der Stelle wird auch einen kleinen Hinweis. Ich weiß, der Uploadplan ist die Woche ein bisschen durcheinander geraten. Ich arbeite gerade noch am Yu-Gi-Oh! History Video. Hab da auf Discord mit euch noch ein bisschen diskutiert, wie man es am besten machen soll. Und ich bin da noch nicht ganz zufrieden mit. Und bevor ich euch irgendwas hinklatsche, was mir nur so halbwegs gefällt, lasse ich es dann lieber einfach noch ein bisschen warten. Und auch das Deckprofil von den Windwitches kommt natürlich noch. Wir werden das auf nächste Woche verschieben. Und schauen mal, was wir da so euch präsentieren können und wie es euch gefällt. Die erste neue Karte. Offenbarerin der Eisbarriere. Solange du ein anderes Eisbarrieremonster kontrollierst, kann dein Gegner keine Tributbeschwörungen durchführen. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Offenbarerin der Eisbarriere nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst eine Karte abwerfen. Beschwöre einen Eisbarriere-Empfänger als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Wassermonster. Falls du ein oder mehr Karten von deiner Hand auf den Friedhof abwerfen oder legen würdest, um den Effekt eines Eisbarrieremonsters zu aktivieren, kannst du statt einer der Karten diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Ja, können also hier sie quasi als Ersatz fürs Material für die Kosten benutzen, was ziemlich nett ist. Dann haben wir hier Sprecherin für die Eisbarrieren. Solange du ein anderes Eisbarrieremonster kontrollierst, können die Kampfpositionen von Monstern in der Verteidigungsposition, die dein Gegner kontrolliert, nicht geändert werden. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Sprecherin der Eisbarriere nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls du ein Eisbarrieremonster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls du ein Eisbarrieremonster kontrollierst, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, beschwöre eine Eisbarriere-Spielmarke, Aqua, Wasser, Stufe 1, Angriff und Verteidigung 0, als Spezialbeschwörung. Ich bin übrigens ein riesen Fan von dem Artwork hier. Das ist schon ziemlich cool mit diesem Fuchs hier. Gefällt mir. Wirklich nice. Dann haben wir Sujin, der Eisbarriere. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Beschwöre ein Eisbarriere-Monster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, aus dem Spielzug, in dem sie dorthin gelegt wurde, du kannst ein Wassermonster der Stufe 3 oder höher wählen, das du kontrollierst. Verringere seine Stufe um genau 2 und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Okay, du kannst den Effekt von Sujin der Eisbarriere nur einmal pro Spielzug verwenden. Dann haben wir den Wind der Eisbarrieren, eine neue Zauberkarte fürs Thema. Auch hier super cooles Artwork, gefällt mir auch sehr gut. Biete eine beliebige Anzahl Eisbarrieren-Monster Tribut an. Beschwöre so viele Eisbarrieren-Monster Stufe 4 oder niedriger mit unterschiedlichem Namen voneinander als Spezialbeschwörung von einem Deck.
Während deiner Main Phase, außer in dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eine deiner Eisbarriere-Monster wählen, das verbannt ist oder in deinem Friedhof liegt. Füge es deiner Hand hinzu. Du kannst jeden Effekt von Wind über der Eisbarriere nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, wir können hier also eine beliebige Anzahl Eisbarriere-Monster gegen eine beliebige andere Anzahl Eisbarriere-Stufe 4-Monster aus unserem Deck austauschen. Das ist auch nicht übel. Und hier haben wir den neuen Trishula Nulldrache der Eisbarriere. Und das Vieh hat schon ordentlich Power mit dabei, muss man sagen. Braucht dafür einen Empfänger und zwei Nicht-Empfänger-Monster. Wenn diese Karte aus Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst bis zu 3 Karten verbannen, die dein Gegner kontrolliert. Das ist schon mal ziemlich nice. Falls diese als Synchro-Beschwörung beschworene Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, durch eine Karte deines Gegners zerstört wird, du kannst einen Trishula, Drache der Eisbarriere, als Spezialbeschwörung von einem Extra-Deck oder Friedhof beschwören. Seine Angriffspunkte werden zu 3300, dann halbiere die Angriffspunkte aller offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, zusätzlich annulliere ihre Effekte. Also, ihr könnt erstmal 3 Karten banishen, wenn er dann durch eine generische Karte doch das Spielfeld verlassen sollte, dann stellt euch einen Trishula hin mit 3300 Punkten und negiert die Effekte aller generischen Monster, die gerade auf dem Spielfeld liegen und halbiert ihre Angriffspunkte. Also das Ding ist schon ordentlich bescheuert, muss man sagen. Gar nicht übel. Dann kriegen wir einen Reprint von Yuloren und Yuloren hat einen neuen Text bekommen. Und zwar, du kannst eine beliebige Anzahl anderer offener Karten wählen, die du kontrollierst. Gib die gewählten Ziele auf die Hand zurück und falls du dies tust, erhält diese Karte wird durch diesen Effekt auf die Hand zurückgegebene Karte bis zum Ende des Spielzugs 500 Angriffspunkte. Du kannst diesen Effekt von Yuloren, die gekündigte Eisbarriere, nur einfach im Spielzug verwenden. Ja, haben jetzt also hier den Reprint auch bekommen. Dann haben wir noch einen Bryonek, Gungnir und den normalen Trishula, den kriegen wir hier auch. Übrigens hübsch, dass wir hier so viele Ultra- und Super-Rares haben. Also alle neuen Karten sind Ultra-Rare. Yuloren hat einen Ultra-Rare-Reprint bekommen. Und die anderen Synchros hier sind in einer hübschen Super-Rare-Variante zu bekommen. Natürlich nicht so hübsch wie eine Secret-Rare aus Hidden Arsenal, aber trotzdem cool. Man hätte die auch Common printen können. Also ich bin durchaus von begeistert. Wir machen hier mal ein bisschen Ordnung wieder. Ja, hier mit diesen Structure Decks ist immer so ein bisschen. Ich glaube, wir machen das am besten so. Ja. Dann haben wir den General Wayne der Eisbarriere. Wir haben Hexer, Geist der Eisbarriere, Blist, Verteidiger, Frostmagier, Prior, Verteidiger, Hexenmeister, Zauberbrecherin, Stratege, Tanzende Prinzessin der Eisbarriere, Daisocho, General Rayo, Medium, General Gantala, General Grunard und Genex Überwacher hat es auch hier reingeschafft, zusammen mit Genex Undyne. War damals ziemlich nice mit den Atlanteans und Mermails zusammen. Schön, dass die einen Reprint bekommen. Ich glaube, die haben wir schon relativ lange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben Wassergeist, wir haben Täuschungsfrosch als Reprint und Ronin-Kröte, auch 2 Karten, die ja bisher eben mal so ein bisschen knapp waren in der Regel, weil sie aus ja, relativ älteren Sets kommen und doch relativ knapp sind für eine Common, muss man sagen. Also schön, dass wir hier jetzt einen ganz einfach zugänglichen Reprint bekommen. Da haben wir noch Stiller Angler und Muller Glacier. Sowie die Frostketten der Eisbarriere, magisches Dreieck, ja klar, magnetisches Dreieck der Eisbarriere macht Sinn. Das Medaillon, der Spiegel, reparieren ist dabei, auftauchen und wo bist du? Dann haben wir einen Reprint von Ernenner des Roten Lotus. Ich finde die Karte immer noch völlig bescheuert und sinnfrei, aber ihr habt jetzt einen Reprint davon. Ja, kann man machen. Teuflische Kette, habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber okay. Eisbahn, Gedankenentzug, Heavy Stormduster, das ist ziemlich nice. Maßregelung ist ziemlich cool für die Leute, die sie noch nicht haben. Und Schrecken von Trishula ist noch eine neue Fallenkarte, die wir hier bekommen. Führe diese Effekte nacheinander aus, abhängig von der Anzahl der Eisbarriere-Synchromonster mit unterschiedlichem Namen, die du kontrollierst. 1 oder mehr. Verbanne eine Karte, deinen Gegner kontrolliert. 2 oder mehr. Verbanne eine Karte vom Friedhof deines Gegners. Oder 3 oder mehr. Verbanne eine zufällige Karte von deiner Hand deines Gegners. Wenn dein Gegner eine Karte und einen Effekt aktiviert, die oder der ein oder mehr Eisbarriere-Synchromonster, die du kontrollierst, das Ziel wählt, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, annulliere den Effekt. Du kannst jeden Effekt von Schrecken von Trishula beim Spielzug verwenden. Also quasi, wir haben hier, je nachdem wie viele Eisbarriere-Synchromonster wir kontrollieren, im Prinzip Zugriff auf alle Effekte von Trishula. Das ist ziemlich nice. Und Konami übertreibt es in letzter Zeit ein bisschen mit diesen Promo-Werbekarten hier. Jetzt sind es schon 3, es war mal nur eine, dann waren es 2, jetzt sind es 3. Einmal die übliche Duel-Links-Geschichte.
mit dem Dual Links Ding vorn drauf. Ich benutze die ja gerne als Token, ich finde die irgendwie noch cool. Dann haben wir hier, es ist Zeit für ein Duell, fordern alle aus dem Yu-Gi-Oh! Universum heraus, baue dein Deck aus über 10.000 Karten, spiele gegen deine Freunde oder die ganze Welt, jetzt erhältlich. Was ist das? Achso, Legacy of the Duelist. Ja, jetzt erhältlich. wie lange gibt es das Spiel schon? Seit einem Jahr oder länger? Okay. Und Blazing Vortex, scanne um mehr zu erfahren. Ich kann nicht mehr lesen, das ist Wahnsinn. Scanne hier, um mehr zu erfahren. Und das Structure Deck. Scanne hier und lerne die Grundlagen. Ja, das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Wir haben keine Einsteigereinleitung mehr hier drin. Die ist komplett rausgefallen. Wir haben nur noch das Spielfeld und diese, ja, Konami nennt es gerne Strategieanleitung. Ich finde die immer ein bisschen sinnfrei, aber ja, kann man machen. Was aber nicht mehr dabei ist, ist das Regelheft. Das ist wirklich jetzt nur noch hier online verfügbar. Wenn ihr also den Code scannt, kommt ihr auf die Webseite und das Einsteiger-Einleitungs-PDF geht auf und ihr könnt euch da dann die Grundlagen anschauen. Wobei man ja sagen muss, die wenigsten Leute kaufen sich ein Structure-Deck, um das Spiel zu beginnen. Die meisten kennen das Spiel dann schon ein bisschen. Die wirklichen Decks, die eigentlich dazu da sind, das Spiel jemandem beizubringen, das sind eigentlich die Starter-Decks. Wovon wir es seit etwa 2 oder 3 Jahren keine mehr hatten. Auch irgendwie weird. Naja. Gut, das war's von mir für heute für das Opening und Review. Wie gesagt, ich finde den Trishula super, super klasse. Wir werden da definitiv ein Profile davon machen. Und ihr habt euch auf Discord ja gewünscht, ein ausgebautes Deck zu bekommen. Also wir hatten euch gefragt, ob ihr lieber einfach ein super Budget-Versionchen von dem Deck hier haben möchtet. Oder aber ob ihr sagt, nee, wir würden eigentlich lieber sehen, was man aus dem Deck so rausholen kann, wenn man es ausbaut. Und auf Discord war die Meinung ganz klar, wir würden gerne das ausgebaute Deck sehen. Ich kann hier nochmal ganz kurz reinschauen in die Umfrage, dass ich einen Quatsch erzähle. Genau, nur 9 Leute wollten die 30-Euro-Variante sehen, also sprich 3 Structure-Decks. Und 26 Leute haben sich dafür entschieden, wir würden gerne hier die ausgebaute Variante sehen. Also machen wir natürlich das. Falls ihr noch nicht auf Discord seid, schaut mal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Oder besucht einfach yugioh-insider.ch/discord. Da findet ihr uns ebenfalls relativ schnell. Und könnt mit der Community euch ein bisschen austauschen, eure Decks verbessern, Duelle anfragen oder ihr spielt bei der Online-Liga mit. Ja, das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank auch an unsere Patreon-Supporter. Ihr helft dem Kanal wirklich sehr, sehr weiter. Ihr seht die Namen gerade auf eurem Bildschirm. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.